Oh. Motel Romero, Chinatown, nochmal Motel Romero, der Freizeitpark, das Casino und jetzt sind wir hier. Genau. Und das alles auf der Suche nach dir. Dabei ging es dir die ganze Zeit blendend. Du weißt nicht, wie viele Hindernisse ich überwunden habe. Alles begann... Das ist mir eigentlich egal, Doc. Das ist ja die Anfangsszene, ne? Das war eine anstrengende Nacht, junger Mann. Und er bezahlt Ihnen wirklich nichts dafür? Hey, sagen Sie das nicht. Sonst bildet er sich noch was ein und ich muss es mir ewig anhören. Das spielt keine Rolle mehr. Ihr lebt hier. Sie haben das mit erreicht. Irgendwelche letzten Wünsche. Jetzt, Rose erwähnen. Ich kann Doc als erster gehen. Ja, was zum Essen wäre immer schön. Sie werden unser Mohren. Ist das ein Dach? Darf ich bestimmen, ob ich erhält wird? Nein. Doch, als erst ein. Sie sind an meinem Stück Wasser. Da ist sie eine mächtige Bitte. Ich bringe Ihnen etwas. Ob wir hier. Haha, hab's verstanden. Idiot. Okay, Doc. Wie lautet der Plan? Komm hier raus. Wir können nur noch beten. Ich werde Deus Ex Machina um Lösung bitten. Deus Ex Machina ist kein. Du weißt schon. Fix es. Mach da. Ich suche einen Ausweg. Na, Vertrauen. Deus Ex Machina kommt immer, wenn man ihn braucht. Sag das nicht. Er lässt sich gerade dumm dastehen. Dein Gesicht ist dumm. Dein Gesicht ist dumm. Ich sehe schon, man kann sie beide keine Minute allein lassen. Vorsicht mit dem Wasser! Mit diesem Wasser? Warum würde ich mir keine Sorgen machen? Sie werden bald beide in Wachs ertrinken. Wir sind nicht die Einzigen, die nicht allein sterben werden. Es gibt hier viele Geister. Ich sagte Ihnen doch schon, es gibt keinen Zigeunerfluch. Haben Sie denn nichts von unseren bisherigen Erlebnissen gehört? Ich habe Sie im Motel gesehen. Und ich im Büro. Und auf dem Foto. Und im Kino. Gut, wenn das so ist. Wie sieht sie denn aus? Sie ähnelt ganz extrem dieser Statue. Oh. Statue. Hey, wo ist sie hin? Auf so einen billigen Trick falle ich nicht rein. Sind Sie sicher? Meine Wolfssinne kribbeln. Es gibt keinen Zigeunerfluch. Vorsicht mit dem Wasser. Das kann nicht sein. Aber es gibt keine Zigeunerflüche. Geh weg von mir. Leben kriegst du mich nicht. Hey, Vorsicht mit dem Wasser. Oh, Scheiße. Idiot. Wissen Sie denn nicht, was passiert, wenn man Wasser in kochendes Wachs schüttet? Oh nein, wie kann ich Ihnen helfen? Der Idiot war nicht auf Sie gemünzt. Deus Ex Machina hat meine Gebete erhört. Ihr Boom war perfekt. Ich hätte mir fast in die Hose gemacht. Wie geht's? Untersteh dich. Ich hänge buchstäblich an deinem Hintern. Es muss einen Weg oder einen Mechanismus geben, um Sie zu befreien. Moment. Bist du etwa kein rachsüchtiger Geist? Was geht hier vor? Das ist kompliziert. Bist du wirklich der Ansicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um darüber zu reden? Die Frau hat recht. Wir müssen einen Ausweg finden, sonst schwimmen wir in kochendem Wachs. Wo ist meine Lupe? Hallo? Wo kann ich hier irgendwie... Hey Doc, irgendwelche Vorschläge? Vielleicht ein Stoßgebet zu Deus Ex. Vergiss es. Ich mach schon. Das ist alles deine Schuld. Ohne dich hätte ich einen ganz normalen Scheißjob. Ich habe dich nie darum gebeten, mir nachzulaufen wie ein obdachloser Welpe. Doch, hast du. Auf Seite 103 in Band 1. Das ist eine Interpretationsfrage. Die Fans sind sich da nicht einig. Hey, Vorsicht! Ah, okay. Oh, hoppla. Das ist Nadja. Was ist passiert? Doc! Hier, Pizzaboy, hilf mir! Er ist ziemlich stark! Halt ihn auf Distanz! Ich suche einen Weg, dir zu helfen! Was? Was hier?
gucken. Oh nein. Ich weiß nicht, ob sie ein Geist ist oder nicht. Ich hoffe nur, dass Ricardo Forti ihr nichts angetan hat. Das war ich, Pizza Boy. Ich bin auf sie draufgefallen und sie hat das Bewusstsein verloren. Okay, aber das macht es nicht wirklich besser. Oh nein. Ich weiß nicht, ob sie ein Geist ist oder nicht. Ich hoffe nur, dass Ricardo Forti ihr nichts angetan hat. Das war ich, Pizza Boy. Okay, das hat man gerade. Okay, aber das macht es nicht wirklich besser. Ich krieg doch den Armreif zu greifen, oder? Ah ja, ich cool, okay. Ich glaube nicht, dass sie dieses Armkettchen noch braucht. Es sieht aus wie Silber. Was haben wir noch? Das ist, hier hinten irgendwas machen? Ah, hier ist was. Ich wollte schon immer einen Schweineringelschwanz gerade ziehen. Er ist zu weich und glitschig. Es liegt nicht daran, dass ich zu schwach wäre. Okay, was haben wir noch? Ausgang, nee. Ich wollte schon immer einen Schweineringelschwanz gerade ziehen. Er ist zu weich und glitschig. Es liegt nicht daran, dass ich zu schwach wäre. Okay, das heißt, ich nehme das Stimmeisen. Ja, okay, alles klar. Ich habe den weichen Ringelschwanz und noch ein bisschen mehr. So, was gibt's hier noch? Das andere war ein Ausgang. Vorbeigehen. Oh, Jungs, alles gut bei euch? Ist was? Hey, da ist ja noch eine Patrone drin. Wenn ich die Waffe mitnehme... Ach nein, zu riskant. Okay. Soll ich fürs Abkürzen? Soll ich zu schnell mit? Genau. Ich steck mir ein brennendes Holzbein in die Jacke. Großartige Idee. Falls es nicht offensichtlich war. Man nennt das Sarkasmus. Das kann ich nochmal. Nichts mehr, ne? Das heißt, kann ich hier irgendwie mit den... Herrje. Nein, danke. Bei diesem Sandwich will ich nicht der Schinken in der Mitte sein. Die Wachsgrube ist noch da. Unfassbar, dass wir dort um ein Haar unser Ende gefunden hätten. Was habe ich denn noch? Jetzt geht er wieder das dahin. Kann ich nicht gebrauchen. So. Was habe ich denn noch? Das Buch. Hier steht, dass ich Folgendes machen muss. Ein Ritualkreis um das Objekt zeichnen, das auf die andere Seite soll. Eine wohlriechende Kerze anzünden, die den Körper besänftigt und den Geist öffnet. Eine Silberkette anlegen, die meinen Körper vor bösen Geistern schützt. Ach, das ist dieses... Einige Worte rezitieren, die so lang sind, dass man sie sich nicht merken kann. Und etwas Schwarzpulver ins Feuer werfen. Hier steht... Die Leuchterscheinungen sind der Höhepunkt ihres selbst durchgeführten Rituals. Kann es denn sein, dass wir jetzt nochmal so... Weil es ist ja auch alles voller Geister hier, ne? Dass wir auf die andere Seite wechseln müssen? Kann es sein? Warte mal. Ist das hier nichts? Ganz raus will ich nicht. Ein Eimer voller Sand für ein ganzes brennendes Gebäude? Soll das ein Witz sein? Damit also, kann ich den Kreis ziehen. Gerade alles naja, okay. Mitnehmen. So, dann haben wir die Patrone. Die benutze ich jetzt mal mit dem Stemmeisen. Ich muss das nicht herausholen. Ich habe eine Idee. Okay. Die Patrone ist im Schraubstock eingespannt. Ich kann daran arbeiten. Das ist Stimmeisen. Wenn ich vorsichtig bin. Ich würde die Patrone gerne öffnen, aber das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Hoffentlich geht sie nicht versehentlich los. Okay, muss ich gar nicht. Okay. Meine Mama hatte recht. Ich habe die feingliedrigen Hände eines Chirurgen. Oh.
Wenn ich darüber nachdenke, sollte das wohl kein Kompliment sein. Nein. Okay. So, wir haben Schwarzpulver. Was haben wir jetzt? Schwarzpulver. Ah, das Ringelschwänzchen wird unsere Kerze. Das heißt, wir brauchen aber noch Wachs. Und Wachs haben wir in dieser Wachsgrube. Guck mal, schaut mal. Ey, habt ihr euch mal den richtigen Guide ausgesucht hier, ne? Also, Entschuldigung. So. Mit Galoppi zu Dickets machen diese. So. Jetzt hat. Verwende das Schweineschwänzchen mit der Wachsgrube. Hey, schau mal. Er sieht aus wie eine seltsame Kerze. Und es riecht nach Bacon. Genau wie im Hotel Romero. Schau. So, jetzt, ach nee, warte mal, pass mal auf. Sand, löschen. Das Holzbein. Das kann ich nicht gebrauchen. Hä, was? Sand? Das ist das Schwarzpulver. Sorry. Einmal mit Sand, so. Das war natürlich sehr intelligent, Schwarzpulver ins Feuer zu geben. Es brennt nicht mehr, aber es ist schwarz und verkohlt. Damit haben wir. Es hatte heute sicher keinen Termin mehr. Schau an. Jetzt haben wir einen Stift. Es ist ganz schwarz und verkohlt. Mhm. So. Jetzt, warte mal. Nochmal. Kann ich jetzt. Muss ich ihn irgendwie. Was? Ich habe eine Idee. Ja, okay. Ah, schön. Ich glaube, das wird was. Ich weiß, dass hier Statuen stehen, aber wir sind hier nicht im Kunstunterricht, Pizza Boy. Klappe! Ich arbeite so schnell ich kann. Jetzt brauchen wir die Kerze. Ja, das wird was. Hör auf, umzudekorieren und hilf mir lieber, Pizza Boy. Aber jetzt ist es viel schöner. So, jetzt bauen wir den Armreif noch. Das kann ich nicht gebrauchen. Hä? Ach, ich hab den Armreif, ja. Das heißt, ich hab Schutz. Jetzt haben wir alles. Das Schwarzpulver ist ja später. Hier steht, dass ich Folgendes machen muss. Ein Ritualkreis um das Objekt zeichnen. Das haben wir alles, das kennen wir schon, das kennen wir schon. Einige Worte, ja, und etwas Schwarzpulver. Ah, okay, ich muss das auch da drauf anwenden. Alles klar. Ja. Jetzt laut vor. Klaatu, Barada, Niktu. Oh, er singt. Großartig. Wie wär's mit einem Duett mit dem Mistkerl, wenn du schon dabei bist? Klappe, ich arbeite so schnell ich kann. So, jetzt erstmal was explodieren. Und jetzt das Feuerwerk. Was ist passiert? Wo sind denn alle? Wo bin ich? Was ist mit den Farben passiert? Hier. Das kann nicht sein. Ich habe euch doch besiegt. Ich habe euch die Schädel eingeschlagen. Ich habe euch die Knochen gebrochen. Ich habe eure schäbigen Leichen ausgeweidet. Finger weg. Ihr seid tot. Ich bin's nicht. Ich kann nicht tot sein. Ihr könnt mich nicht töten. Nein. Oh. Nein. Nein. Und am Ende siegte die Gerechtigkeit. Doc Mendoza sei Dank. Nun können Menschen und Monster wieder friedlich schlafen, in dem Wissen, dass immer jemand über ihre Sicherheit wacht. Mit wem redest du da, Doc? Ich schließe diese Geschichte ab, Pizza Boy. Unterbrich den Meister nicht. Jedenfalls habe ich immer noch viele Fragen. Wer bist du? Was ist mit dem Zigeunerfluch passiert? Es gibt keinen Zigeunerfluch, Pizza Boy. Ich werde es dir erklären. Mein Name ist Nadja und ich bin eine Waise.
Ich bin in einem Waisenhaus aufgewachsen, das von Nonnen geführt wurde. Meine Mutter war Mirella, eine Schauspielerin, die in Filmen von Cavera mitgewirkt hat. Am Sonntag zeigten uns die Nonnen nach dem Gottesdienst immer billige und blutrünstige Horrorfilme. Ich habe nie daran gezweifelt, wer meine Mutter war, denn ich habe sie an vielen Sonntagen auf der Leinwand gesehen. Und ich sah genauso aus wie sie. Ich wusste, dass meine Mutter tot war, aber ich wollte mehr über meine Vergangenheit erfahren und suchte deshalb nach den Leuten, die mit ihr zusammengearbeitet hatten. Und so kam ich zu Romero. Als er mich sah, hielt er mich für meine Mutter und hatte prompt einen Herzinfarkt. Aber bevor er starb, bat er mich noch um Vergebung für das, was sie getan hatten. Es war ihm nicht klar, aber er hatte mir gerade seine Verbrechen gebeichtet. Und nicht nur das. Er erzählte mir auch von den Monstern. Und an dieser Stelle kam ich ins Spiel. Richtig. Ich habe Mr. Mendoza aufgesucht und ihn um Hilfe gebeten. Ich hatte einen großartigen Plan. Wenn Romero sie für den Geist eines Roma-Flugs gehalten hatte, dann würde das allen anderen genauso gehen. Die Erscheinungen würden sie mit der Zeit nervös machen. Dann könnten wir sie auf dem falschen Fuß erwischen oder zumindest Beweise an uns bringen, um sie zu entlarven. Mein Plan war perfekt. Ja, der Teil verlief nicht wie vorgesehen. Cavera wurde ermordet und Ricardo Forte war die Sache egal, bis ich direkt vor ihm stand. Aber am Ende haben wir ihn erwischt. Wie gesagt, alles verlief genau nach Plan. Zufriedenheitsgarantie. Immer. Aber warum hast du mir nichts davon gesagt? Mr. Mendoza meinte, du wärst nutzlos und bestand darauf... Nein, das habe ich nie gesagt. Dich im Unklaren zu lassen, damit du unbequeme Fragen stellst und für Aufruhr sorgst, war natürlich Teil meines Plans. Und am Ende hast du mich gefunden. Ich bin sehr stolz auf dich, Pizzaboy. Ja, klar. Aber wenn du den Regisseur nicht getötet hast und Ricardo Forte auch nicht, wer war's dann? Ach, Yuriko, manche Geheimnisse werden immer ungelöst bleiben. Zu meinem Plan gehörte auch, dass ich Nadja unsterblich in mich verlieb. Also, da jetzt alles vorbei ist, wie wär's mit ein paar Drinks? Tut mir leid, Mr. Mendoza, aber die Nonnen des Waisenhauses waren so gut zu mir, dass ich mir ihre Sitten ebenfalls angewöhnt habe. Selbst nach einigen Drinks könnte ich ihnen wohl kaum geben, was sie wollen. Ach bitte, nicht mal ein Küsschen? Vielen Dank, Mr. Mendoza. Sie haben mir geholfen, die Geister meiner Vergangenheit zu überwinden. Das werde ich niemals vergessen. Lacho Dom, Pensinadia. Ich werde dich auch nie vergessen. Also dann. Pizza Boy, gehen wir nach Hause. Ich muss noch ein paar Videospiele fertig spielen. Hast du den Papierkorb ausgeleert, Pizza Boy? Bin schon dabei, Doc. Übrigens, das war gute Arbeit. Ich hätte nie gedacht, dass du mich findest. Glückwunsch. Kriege ich jetzt eine Gehaltserhöhung? Nein, aber du kannst Spieler 2 sein. Ab jetzt spielen wir im Koop-Modus. Das ist gut genug. Für den Moment. Ja. Und damit sind wir am Ende der Geschichte. Yuriko hat immer noch keine Gehaltserhöhung, obwohl er jetzt gleichberechtigt mit Dog im Koop zusammenarbeiten kann. Und Fasul und Gargoyle sitzen wahrscheinlich immer noch in dieser Arrestzelle im Casino. Okay. Ja, ihr seht auch jetzt an der Endcard hier quasi, da sind eine Menge Leute dran beteiligt gewesen. Das Tribut gebe ich Ihnen hier an der Stelle noch. Danke euch hier, liebe Furiosas und Furiosos, fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Geschichte hat euch unterhalten. Ich hoffe, ich habe mich nicht an manchen Stellen zu dämlich angestellt. Ich hatte den Eindruck, es lief eigentlich relativ flüssig durch. Deswegen, denke ich mal, haben wir alle eine schöne und spannende, flüssige Geschichte erlebt. Ja, ich kann mich nur bedanken für eure Views, Abos, Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Bleibt neugierig. Macht's gut, ne? Ciao, ciao.
Die kommen doch nicht zurück, oder? Puh.